Also, okay, auf jeden Fall noch mal besser. Sehr schön. Aber nicht ganz auf der Ideallinie immer. Deswegen, da geht noch Verbesserungspotenzial. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Tino, sondern ich auch herzlich willkommen zurück zu F1 2012 im vorletzten Rennen. Schon wieder versprochen im Intro. Scheißegal. Wir sind zurück bei Formel 1, wie gesagt, heute am Freitag um 16.30 Uhr hoffentlich. Und, also ich weiß noch nicht, hoffentlich lade ich es pünktlich hoch, ist damit gemeint, ne? Und ja, USA ist angesagt. Es geht nach America sozusagen. Und wir schauen jetzt erstmal ganz kurz, ob wir denn irgendwelche hübschen E-Mails bekommen haben. Rennen in Austin wird vermutlich relativ gut ablaufen, wettermäßig, wie es da aussieht. Also da bin ich relativ zufrieden. Wartet mal, ich muss mal mein Fenster ganz kurz ein bisschen weiter nach links verschieben, damit ich auch noch genug sehe, weil die Kamera sonst davor stehen würde. Dann haben wir hier 25 Siege erreicht. Das ist natürlich auch schick. Team internes Duell haben wir schon lange gewonnen. Schaut mal auf die WM-Punkte. Renndaten, Rennergebnis war erster. Stimmt, das war... Ah, stimmt, ja. Das ist schon so lange her. Ich habe zwischendurch... Naja, egal, das will ich noch nicht sagen. So, Schumachers Rekord von 13 Siegen in einer Saison eingestellt. Das werden wir versuchen, heute noch diesen Rekord zu überbieten, ne? Und ja, ich hoffe, lichtmäßig passt das, ne? Ich habe mir jetzt hier mal so was Oranges hier auf den zweiten Bildschirm gelegt, weil das immer so hell war. Da mal schauen, vielleicht lege ich mir links auch nochmal was hin. Wartet mal, das mache ich jetzt mal live. Live ist live. Na, 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 ne? So ist das ganze Licht ein bisschen oranger. Ne? Finde ich, ist angenehmer für euch zu schauen. Das werde ich jetzt immer so machen wahrscheinlich. Und jetzt gehen wir erstmal auf die Strecke. Ach, natürlich, solange es nämlich nicht deorientiert sozusagen, weil es ist schon ein bisschen verwirrend. Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal zur ersten Session, zum Training. Woo! Die letzten beiden Rennen dieser Solo-Kampagne. Ach, ich bin echt zufrieden mit dieser Saison, aber viel geiler kann es eigentlich nicht mehr werden. 14, vielleicht sogar 15 Siege. Ist mein Ziel, also 14 Siege auf jeden Fall ist mein Ziel, möglichst schon dieses Rennen und dann, wenn wir das gewinnen, dann ist auch in Brasilien natürlich nochmal mein Ziel zu gewinnen. Also letztendlich ist mein Ziel 15 Siege, weil ich diese beiden Strecke eigentlich schon ganz gerne gewinnen möchte, aber mehr in USA als in Brasilien. Also Brasilien gefällt mir dann doch bedeutend weniger als die amerikanische Strecke, weil die gefällt mir recht gut, das muss ich sagen. Also da fahre ich wirklich gerne und das Licht ist echt viel besser als sonst, muss ich sagen. Achso, ich habe mir ja die Haare mal wieder geschnitten, ne? Es ging ja teilweise echt gar nicht mehr klar, wie lang das war. Naja. Aber durch den Mindestlohn wird es jetzt alles teurer, ne? Naja. So, achso, wir haben ja noch dieses Ziel F und E. Das letzte in dieser Koop-Saison, beziehungsweise das letzte wahrscheinlich in diesem Let's Play. Weil nächstes Mal wird es ja nicht geben. Okay, komplett 0% Regenwahrscheinlichkeit. Dann machen wir schnell Setup 2 nach rechts. Und wir müssen drei aufeinanderfolgende Runde mit abgenutzten Reifen wieder mal fahren. Das hatten wir ja schon öfter. Und deshalb bin ich da auch ganz zuversichtlich, muss ich sagen. So, ich mache mal meinen Popschutz ein bisschen höher. Na, jetzt ist er ein bisschen über meinem Gesicht. Das ist natürlich auch scheiße. Wartet mal. So. Fuck. Fuck. Jetzt. Wunderhübsch. Jetzt kann ich endlich fahren. Ah, ist immer noch ein bisschen vor meinem Gesicht, ne? Naja. Konstante Zeiten, alles klar. Ist eigentlich diese Konstante? Ne, das war kein guter Witz. Konstanz ist mehr so der, ne? Ach, egal. Scheiß, war sowieso ein Scheißwitz. Ist egal. Und jetzt geht's los in die neue Runde. Endlich wieder Formel 1. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Eine Woche mindestens. Deswegen muss ich jetzt auch erstmal wieder reinkommen, aber dieses Ziel F und E schaffen wir ja immer locker. Da kann ich mich sowieso ein bisschen einüben hier in der Strecke. Auch wenn die Reifen abgenutzt sind, das ist jetzt nicht das Riesending. War natürlich praktisch, dass wir vorhin dann erstmal gleich ins Kiesbett gefahren sind, weil ich meinen Controller falsch eingestellt hatte. Aber naja, was soll's denn? So. Das geht natürlich direkt mal, also, puh, ich bin zufrieden. Ne, das geht ja mal gar nicht klar.
Ja, okay, soweit. Aber eigentlich, wie gesagt, mag ich die Strecke in Amerika wirklich sehr. Muss man mal betonen. Das war eine Andeutung. Aber den versteht ihr nicht. Den verstehen wirklich nur Leute, die direkt was damit zu tun haben. Also eigentlich nur eine Person. Ne? Aber diejenige, falls sie zuschaut, wird es erkannt haben vielleicht. Ne? Ansonsten spätestens jetzt, wo ich das erläutert habe. Aber naja, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, sondern mehr mich auf die Strecke jetzt konzentrieren. Ich meine, wir müssen ja noch 3 Runden fahren. Das wird natürlich die erste Folge, diese Qualifying-Folge, natürlich wieder extrem in die Länge ziehen. Aber naja, was soll's denn? Muss ja, ne? Muss ja. Finde ich sowieso eine extrem tolle Antwort, wenn man fragt, na, wie geht's? Na, muss ja. Alter, sag mir doch gleich, dass ich dich in Ruhe lassen soll. Nee, manche sagen das aus Spaß, eben gerade weil sie wissen, dass das die beschissenste Antwort ist, die man auf diese Frage geben kann. Und ja, zeitmäßig sind wir schon über 10 Sekunden davor. Also, naja, bisschen übertrieben ist diese 1,55 schon. Also Herausforderung ist da keine, muss man mal ganz klar sagen. Das muss, ich weiß nicht, ob das in 2013 besser geworden ist, müssen wir mal schauen. 2014er Formel 1 werde ich mir dann vielleicht wiederholen. Mal gucken. Mal gucken, ne? Je nachdem, was da so Reviews und sowas dazu sagen, weil da vertraue ich jetzt inzwischen schon etwas mehr drauf. Weil dann doch manche Spiele es nicht wert sind zu kaufen, obwohl man vielleicht vorher ein bisschen gehypt ist. Naja, ne? Ist die Kamera so weit weg? Die Kamera ist voll weit weg, ne? Ihr seht die Hälfte meiner Wand hier. Nein, es geht natürlich schon noch ein bisschen weiter, die Wand. Aber ihr seht zumindest, in welcher Farbe die angestrichen ist. Aber das solltet ihr schon in den letzten Folgen eigentlich weitestgehend gesehen haben, ne? Müsste eigentlich, ne? Weiß ich nicht. Naja, mal sehen. Mal sehen. Ich könnte die Kamera auch weiter nach oben stellen. Das Stativ ist da ein bisschen ausfahrbar. Deswegen mal gucken. Wenn ihr das wollt, dass die Kamera weiter oben stehen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Und gebt einen Daumen hoch, abonniert, liked und teilt. Und für diejenigen, die jetzt diese Ironie dahinter nicht verstanden haben, lernt Ironie einzusehen, sozusagen. Also, sowieso merkt man oft, dass manche Leute Ironie einfach nicht verstehen. Ich bin sowieso einer gerne, der hier so mal ein bisschen sarkastisch angehaucht antwortet. Und merkt man dann doch häufiger, dass man nicht verstanden wird. Aber ich bin da auch teilweise so. Ich check das auch teilweise nicht, wenn einer Sarkasmus anwendet. Aber meistens check ich's. Aber nicht immer. Keine Ahnung, wieso nicht. Reg mich da selber drüber auf, aber selber bin ich auch teilweise nicht besser. Nee, es wird mir dann immer klar, wenn ich dann sage, wenn ich dann halt so drauf eingehe, und dachte erst, es ist kein Sarkasmus oder sowas. Und dann in dem Moment, wo ich sage, ja, bist du blöd oder was, dann merke ich, fuck. Das war nicht ernst gemeint. Und dann, fail. Epic fail, ne? Und jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den hier hinten nicht drauf fahre, merke ich gerade. Also, natürlich. Pick, Alter. Ich hasse ihn. Da. Warum ich den hasse, das wird in zwei Wochen kommen. Naja, das ist schon eine kleine Andeutung. Aber ich denke, die Ausführung, ich denke, ihr wisst schon, was da kommen wird. Zumindest aufmerksame Zuschauer, die auch das Rennen in Singapur gesehen haben. Und jetzt war es eindeutig für diejenigen, die das Rennen in Singapur gesehen haben. Was also in 2 Wochen dann kommt zum Start der neuen Saison. Oder vielleicht mache ich es auch in 3 Wochen eine Woche Pause, weiß ich noch nicht genau. Aber eigentlich gibt es da keinen Grund, eine Pause zu machen, zumal wir schon vorproduziert haben. Ah, jetzt war es für alle eindeutig. Also, ich denke, es ist jetzt klar, was danach kommt. Aber dazu mehr Ausführungen erst nach dem nächsten Rennen. So, wir sind erst durch. Locker Erster geworden. Easy. Und das mit abgenutzten Reichen. Alter, wie orange das ist, ey. Das ist richtig lebendig, ja. Mache ich jetzt immer so. Echt schick.
Muss ich sagen. So, werde 8er oder besser. Ich gucke schon wieder immer nur auf dieses Display drauf, ne? Naja, egal. Wir machen Schnellsetup, war so okay. Und jetzt gehen wir auf die Strecke. Ich freue mich. Ja, schwarzer Bildschirm. Ja, kann man mal machen. So sieht mir so verfuckt man nach Regen aus. Das finde ich jetzt nicht so dolle, aber. Na, 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 aber sowas von. Nee. Hä? Nein, die sollten nicht an mir vorbei. Ach, Mist. Die muss ich jetzt mal ganz kurz wieder überholen hier. Nichts leichter als das. Vor allen Dingen, wie die mir wegziehen hier. Aber ich denke mal, die werde ich ganz gut ausbremsen können, hoffentlich. Mach Platz. Komm schon. So, jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir ja nicht unbedingt hier auf diesen Coverline da vorne unbedingt auffahren. Das wäre ja ungünstig. Ist der eigentlich bei Lotus? Ne, Grosjean und Raikön sind bei Lotus. Wo fährt ein Coverline? Toro Rosso? Ne, 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 ne. Was ist denn das da vorne? Ist das Raikön oder Coverline? I don't know. Wir werden es gleich sehen, wenn wir ihn auf der Langgeraden jetzt überholen. Coverline fährt bei Caterham, glaube ich, ist das. Ich weiß es nicht. Puh. Ja, natürlich gut zu wissen, ne? Aber ich weiß es nicht. Fuck, wieso fährt er so schnell? Kann er uns nicht vorbeilassen? Das ist doch Caterham, oder? Oder Marussia. Ne, es ist Marussia, ne? Ich glaube, das ist Marussia. So, wir fahren übrigens 2 Runden Qualifying und dann reicht es mir dann auch schon wieder. Eigentlich, das dürfte im Normalfall passen, aber gut, das haben wir schon ab und zu mal gedacht. Vor allen Dingen im letzten Rennen, wer das noch nicht gesehen hat, mal kurz rüber gucken. Das war wirklich ein sehr witziger Gesichtsausdruck, den ich da gemacht habe, als ich das Qualifying-Ergebnis gesehen habe. Naja. Weil ich war mir wirklich hundertprozentig sicher, dass es nicht so scheiße war. Naja. Wie spät ist es? 20 Uhr. So, wir sind vor Kurvalein. Aber so zufrieden bin ich jetzt mit der Zeit noch nicht. Muss ich mal ganz klar sagen. Aber der Kurvalein, der nervt mich ja auch so ein bisschen, wenn der vor mir fährt. Ich bin immer noch Erster. Vor Ricciardo und Kurvalein. Ah, okay, auf jeden Fall nochmal besser. Sehr schön. Aber nicht ganz auf der Ideallinie immer. Deswegen, da geht noch Verbesserungspotenzial. Kobalei! Das war ja jetzt ziemlich schick. Dass der so einfach so mal abbremst, das muss er doch ankündigen. Muss doch mal einen Daumen raushalten und so sagen. Jetzt, oder ein Schild so. Jetzt bremse ich ab. Oder so eine LED-Leiste hinten in den Autos wäre richtig praktisch. Also, das wäre cool. Hier, guck mal hier. Puh, Massa. Der fährt auch ganz schön langsam. Da kommen wir mit, was weiß ich, 50 auf den zugefahren. Das ist wie wenn wir mit 50 auf den zugefahren kommen würden. Sein. Können. Müssen. Okay, ganz knapp dahinter. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber ich denke mal, die Zeit dürfte schon reichen. Im Normalfall halt. Fast kein Benzin mehr. Mhm. Ich weiß schon. Obwohl ich Qualifying, weiß ich nicht genau, ob ich da so gut abschneide. Aber im Rennen bin ich immer ganz gut. In Amerika. Amerika! Und? Ja, war nochmal besser. Sehr schön. Nehmen wir so, wie es ist. Gut. Diesmal sind wir locker Erster. Und das neue Teil, habe ich gerade gehört, funktioniert wieder nicht. Ganz große Spitze. Also Red Bull ist wirklich im Entwickeln der Teile. Sind die... Also da. Könnt ihr euch unbedingt drauf verlassen. Achter oder besser werden. Also Q3 erreichen, mehr oder weniger. Aber das... Ich will auf jeden Fall hier... Was wollte ich jetzt sagen? Erster werden. Die Pole ist mein Ziel heute im Qualifying.
Und das dürfte auch drin sein. Schalt mal direkt mal auf Fettgemisch, damit wir dann den Tank zum Ende hin möglichst leer haben. Und vor allen Dingen im zweiten Sektor müssen wir, glaube ich, besser werden. Weil da haben wir einiges an Zeit verloren. Vor allen Dingen mehr Geschwindigkeit auf die lange Gerade mitnehmen wäre, denke ich, angebracht. So, damit die Streckenanalyse vor der zweiten Runde. Und jetzt geht es los, ne? So. Da vorne fährt mir noch schon wieder einer einen Weg. Ich könnte... Don't drive out of the Strecke, please. Thank you very much. Oder nicht so langsam durch die Kurvenkombination. Bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Okay, soweit, so gut. Damit bin ich zufrieden mit der Zeit, glaube ich. Die war ganz gut. Bisschen Concentration hier. Viel Geschwindigkeit mitnehmen. Ja, finde ich gut. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Warte mal. So, so. So, ne? Gerade ein bisschen ruhiger gewesen. Ne? Weil ein bisschen Konzentration muss ja auch mal sein, ne? Ich denke, der Gesichtsausdruck war ganz gut. So. Und jetzt los hier auf die Strecke. Ab geht's. Ich bin gespannt, was Q3 wird. Aber wenn die so fahren wie hier beim letzten... In der letzten Session, na dann kann das ja geil werden, weil da sind die 1,43 gefahren. Aber ich glaube, das war ein Bug. Da hat es wieder so die Schwierigkeit runtergestellt. Finde ich nicht gut. Naja, also. Ich denke, das sollten wir locker, relativ locker schaffen, die hier Pole hier. Also das ist jetzt schon mein Ziel. Ne, nach diesem Qualifying muss die Pole einfach drin sein. Los geht's. So, ich kann jetzt natürlich wieder meinen interessierten Blick machen, aber nein, diesmal nicht, diesmal nicht. Der Witz nutzt sich ab, vielleicht bringe ich ihn noch ab und zu mal demnächst. Aber jetzt nicht ständig, braucht ihr keine Angst haben, ich werde nicht immer ruhig sein. Das ist überhaupt nicht meine Art. Aber manchmal ist man halt in so in der Konzentration drin, dass man da einfach alles um sich herum vergisst. Gut, gerade eben war es ein bisschen Absicht. Hat man vielleicht gemerkt. Ja, das wird nicht immer so sein. Keine Angst. So, genug Curse einsetzen und dann sind wir jetzt auch schon auf vollen Touren gleich. Ja, also bisher bin ich wieder relativ zufrieden mit der Runde, muss ich sagen. Muss eigentlich wieder eine ganz gute Zeit werden. Achso, naja gut, ich habe mich ab und zu mal verbremst, deswegen... Naja... Weiß ich nicht, 1, 2. Ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal hatte, aber ich glaube, in Q1 hatte ich irgendwas bei 1, 3. Glaube ich, ich weiß es aber nicht mehr. Deswegen, dafür würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Ricciardo fährt 1, 42.
Petrov auch. Also das schlagen wir auf jeden Fall. 1,40 Hamilton. Okay, das könnte bedeutend schwieriger werden, das zu schlagen. Alter. Also so viel zu locker wird diese Qualifying Session ablaufen. Okay, wir sind unter 1,40 gekommen. Das ist natürlich Babo. Dann sind wir schon fast eine Sekunde schneller als Rosberg. Eine Sekunde schneller ist natürlich auch geil. Ich fahre die Runde dennoch mal. Vielleicht kriegen wir noch was Besseres. Das wäre noch mal ein Stück geiler. 0,227. Besser, das ist natürlich auch sehr schön. Ah, jetzt sind wir rausgekommen. Das war nicht ganz gut. Das war nicht so gut. Und wieso fährt er so komisch weg? Schumacher, mach keinen Scheiß, Alter. Mach keinen Scheiß. So, jetzt sind ja alle links. Was machen die denn da? Rumkuscheln? Rumkuscheln, das ist sowas wie saufen. Rum. Okay. Nee, war nix. War nix. Ich geb's zu. Aber wir sind nochmal bedeutend besser geworden. Puh. Das ist ja nicht schlecht. Okay, also ich glaube, Pole ist doch ganz easy drin. Puh. Ich glaube, das ist doch relativ einfach. Muss ich ehrlich sagen. Also, da ist... Naja, das haben wir, denke ich, relativ locker. Schaffen wir 1,38, nein, nicht ganz, aber wir sind noch mal viel besser geworden. Das ist jetzt locker die Pole. 1,5 Vorsprung vor Rosberg. Kann man schon mal machen, ne? Kann man schon mal machen. Und ich soll mir angewöhnen, da reinzugucken. Ich kann es nach 30 Folgen oder sonst wie vielen Folgen immer noch nicht, dass ich da reingucken muss. Ich muss hier mal so was drüber legen. Über das Display. So. Jetzt darf er sich ein bisschen feiern lassen. Kleines bisschen natürlich noch. Ne? Und dann sehen wir uns dann morgen um 16.30 Uhr wieder. Wenn es dann ins Rennen geht, da wollen wir diesen Pole natürlich verteidigen und möglichst immer Erster bleiben. Und wenn wir in der ersten Runde hier mal ein bisschen hin und her schlenkern und mal kurz Zweiter sind, ist mir das egal, solange wir am Ende Erster sind. Aber ich will schon relativ lange die Führung da behalten und unsere Führungsrunden, wie die ihr da gerade seht, ein bisschen ausbauen. Also bis morgen um 16.30 Uhr. Tschüss. Komm, ich geb's auf. Ich gucke jetzt einfach ganz normal. Okay. Okay. Bisschen behindert.